Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Wieder eine Funko Pop Show für euch. Wieder San Diego Comic Con Exclusives. Und diesmal habe ich wieder ein bisschen gewartet. Na, es kommen dann halt im Prinzip ein paar mehr Wellen auf euch zu in diesem Video. Deswegen fangen wir auch direkt an. Erstmal Welle 7. Da gab es zum Beispiel den Rocket Raccoon mit dem kleinen Baby Groot. Sehr knuffig, sehr, sehr niedlich gemacht. Finde ich super süß. Guardians of the Galaxy sowieso ein großartiger Film. In Popform schlachten sie ja nun den Groot extremst aus. Da gibt es ja zig Varianten. Kann man gar nicht zählen inzwischen, so viele sind es. Seien es jetzt Pops, Hikaris, Mystery Minis und so weiter. Ich blende euch hier mal was ein. Das ist ein Bild, das ich gemacht habe. Da sieht man mal einen Großteil dieser ganzen Groots. Und jetzt gibt es im Prinzip noch einen, und zwar in Mini-Mini-Form in der Hand von Rocket. Wirklich sehr süßer Pop. Freue ich mich sehr drüber. Weiß ich noch nicht, ob ich mir den holen werde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich irgendwie drüber. Keine Ahnung, gefällt mir halt. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Das wäre Grinning Ultron von den Avengers. Das finde ich fast ein bisschen schade, dass das jetzt ein Exclusive wird. Denn ehrlich gesagt hatte ich mir gewünscht, dass man den regulär kriegen kann. Ich hoffe, der wird nicht so teuer, weil den normalen Ultron finde ich irgendwie ein bisschen lahm. Und auch bei dem muss ich sagen, ja, Ultron in Popform mit den runden Augen, die nun mal so ein Pop hat. Ich weiß nicht recht. Ich gebe zu, für mich sieht Ultron so aus. Das ist für mich der richtige Ultron. Denn diese dreieckigen Augen, das ist eigentlich das, die ganzen Soldaten von ihm in dem Film sehen auch so ein bisschen mehr nach dem richtigen Ultron aus. Finde ich ein bisschen schade. Also im Film sah der natürlich cool aus, keine Frage. Also das kam schon cool rüber. Aber er wirkte irgendwie nicht so bedrohlich wie die Comic-Variante von Ultron. Meine persönliche Meinung dazu. Aber Grinning Ultron, nächstes Exclusive sozusagen, kann man machen. Ich werde mir eher den Grinning holen als den regulären, um die Ultron-Reihe dann auch komplett zu kriegen irgendwann. Da kommt ja auch noch Scarlet Witch und die Widow kommt ja auch noch raus. Sind ja noch nicht erschienen bis jetzt. Ja, wir haben noch mehr. Wir haben einen Star Wars Pop, einen weiteren. Und zwar ist das Prinzessin Leia als Kopfgeldjäger Boosh. Ohne Helm. Also wieder das Unmasked-Theme setzt sich weiter durch. Man kriegt zig Unmasked-Pops. Ihr kennt Leia in dieser Form. Sie ist in Jabbas Palast und versucht mit einem Thermaldetonator und viel Glück, ne, den Wookie sozusagen an den Mann zu bringen. Ist natürlich alles eine Falle. Eigentlich wollen sie nur Han Solo befreien, aber auch das geht schief, wie man ja bekanntlich weiß. Episode 6, was soll man da noch zu sagen? Ihr kennt das, wie gesagt, sie nimmt ihren Helm ab und befreit Han und dann wird noch ein bisschen geküsst. Ja, wir haben noch mehr. Ja, genug Star Wars. Wir haben wieder mal einen Lil Gruesome. Ne? Und wer sich fragt, was soll das mit den Lil Gruesomes? Warum gibt es da 2 Milliarden Stück von? Ne? Lest mal das da, wenn ihr es dann sehen könnt. Das war eine Anfrage, die jemand gestellt hat an Funko. Und Funko hat geantwortet, der CEO ist ein Riesenfan. Und wenn der ein Fan ist, dann kann der machen mit den Dingern, was er will. Rote Version von Lil Gruesome sieht gar nicht so schlecht aus mit dem silbernen Mantel und so. Ich persönlich bin kein großer Fan von den Wacky Racers. Ne? Der Lil Gruesome ist ja eigentlich auch, der ist ja nur so winzig klein normalerweise. Ne? Ich müsste mal gucken, hier müsste irgendwo jetzt mal sein Fahrzeug zu sehen sein, das Creepy Coupé. Ne? Und er ist da normalerweise nicht alleine unterwegs. Ihr seht ihn wahrscheinlich kaum, der ist da ganz klein mit im Bild. Das ist Lil Gruesome. Kleine Vampir-Fledermaus sozusagen. Na, und er ist da mit seinem Leichenwagen unterwegs mit dem Creepy Coupé in den Wacky Racers. Zudem bringe ich demnächst auch nochmal eine Show, wo ihr ein bisschen mehr noch über die einzelnen Figuren erfahrt und auch über die, die jetzt noch nicht erschienen sind. Na, bis dahin werden wir wahrscheinlich auch den vollen Regenbogen haben, was die Little Gruesomes angeht. Und ja,
Gut, kommen wir schnell zum nächsten. Wir haben eine Reaction-Figur noch, und zwar ist das von Terminator 2 der T-1000 als Reaction-Figur mit Metallklauen an den anstatt Händen. Ne? Ihr wisst ja, das ist so ein flüssiges Metall, und der macht sich da diese Metallarme, um da überall reinhaken zu können und sich in den Kofferraum haken zu können, unter anderem, um dann Sarah Connor und den John Connor und den T-800 weiter verfolgen zu können. Ne? Robert Patrick, so sieht der normalerweise aus. Wieder mal, ja, die Reaction-Figuren sind halt so aufgezogen wie Figuren aus den 80ern. Ja? Die sehen einfach ihren den Darstellern halt nicht wirklich ähnlich. Man könnte es vielleicht ein bisschen besser machen. Der ist jetzt auch schon einen Ticken besser als beispielsweise der Arrow, den ich euch neulich gezeigt habe. Aber so ist es halt. Wir haben noch ein letztes Exclusive in Welle 7 zu sehen bekommen. Und zwar den Vinyl Idols Egon Spengler in der Marshmallow-zermatschten Version. Also gegen Ende des Films. Und ja, Harold Ramis, leider inzwischen verstorben. Schade drum. Ich hatte immer gehofft, dass es irgendwann nochmal ein schönes Ghostbusters 3 Finale gibt mit allen Originaldarstellern. Das ist jetzt gekippt worden. Die machen jetzt ein Remake, Reboot, was auch immer, Fortsetzung, man weiß es gar nicht so genau. Nur mit Frauen in der Hauptrolle. Einzig, an sich keine dumme Idee, aber ehrlich gesagt, für mich ist das dann nicht mehr Ghostbusters. Sorry, Bildschirmschoner. Ihr kennt das. Welle 8. Hier ist sie auch schon. Wie ihr seht, es ist viel dunkler als eben. Logisch, das wird ja auch auf einem anderen Tag aufgenommen, das Video. Gut, Welle 8. Kommen wir gleich zum ersten. Brian Fuller, der kreative Kopf hinter der Serie Hannibal, hat seinen eigenen Pop bekommen. Und das ganze Ding ist limitiert auf 144 Figuren. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Hannibal Repaint mit einem Bart und einer zusätzlichen Brille. Und mit einem viel weniger blutigen Messer, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der Standard Hannibal blutiges Messer hat, aber es gibt ja den Bloody Hannibal als spezielle Version. Nichtsdestotrotz ist wieder so ein weiß ich nicht, ob der seine Fans findet, aber selbst wenn, die werden ihn ja nicht kriegen. 144 Stück, das ist ja, eine tolle Stückzahl. Super. Großartig. Der nächste Pop, der hat mich richtig gefreut. Ich bin ja ein riesengroßer Doctor Who-Fan. Wer die letzten Videos gesehen hat, der hat sicherlich auch mitgekriegt, dass ich mich immer sehr gefreut habe, wenn ich irgendwas von Who auspacken konnte oder angucken konnte oder irgendwas erzählen konnte. Hier haben wir den 11. Doktor in einem weiteren Variant. Hey, noch mehr Varianz von Doctor Who. Das wäre dann jetzt, glaube ich, schon der 3., 11. Doktor. Ja, gut. Wir haben 12 Doktoren und noch so ein paar inoffizielle, aber wir machen erstmal 10-mal den einen. Passt. Ja, das ist der 11. Doc. Und zwar kommt er mit Handles, seinem Cyberman-Freund sozusagen. Die Cybermen sind eine Rasse von Roboter-Mensch-Hybriden, sag ich mal. Ne? Ich glaube, so kann man das am besten ausdrücken. Die immer wieder versuchen, die Erde da zu überfallen und immer wieder Stress mit Who haben. Und an irgendeiner Stelle kauft er auf einem Markt irgendwann diesen Kopf, repariert den, und danach wird das für lange, lange Zeit sein bester Freund. Müsste so Ende der 7. Staffel, falls es euch interessiert, das müsste so ungefähr das sein. Das ist also kurz bevor dieser Who wieder abtritt und ein anderer Who an seine Stelle tritt. Ich meine, auch die Kleidung ist ziemlich genau die, die er trägt, so richtig gegen Ende. Müsst ihr euch angucken, ganz, ganz tolle Folge. Ja, wir haben einen weiteren Olaf. Dass da noch Frozen Pops kommen, damit hätte ich definitiv nicht mehr gerechnet. Hätte jetzt gedacht, das ist vorbei, aber ist es offensichtlich nicht. Ja, hämmert ruhig weiter da. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Hier wird seit einer halben Stunde gehämmert. Und das ist natürlich immer der beste Zeitpunkt, um so ein Video aufzunehmen. Egal, Olaf. Barbershop Olaf. Das Beste an diesem Barbershop Olaf, tut mir leid, ich mag Olaf, ich gebe es zu. Aber
Diesen Pop finde ich jetzt auch wieder nicht besonders. Aber das Tolle ist die kleine Möwe, die dabei ist. Die ist ja wohl herzallerliebst. Das Ding finde ich toll. Also ich finde sowieso, bei sämtlichen Pops, die irgendwelche Dreingaben haben, sei es jetzt Rapunzel, sei es jetzt Prinzessin Tiana, ja, oder sei es jetzt auch der bald rauskommende Snoopy, na, oder Blink Blink, es gibt da noch einen anderen, den ich jetzt nicht erzählen darf, weil sonst Spoiler. nichtsdestotrotz, das sind genau die Figuren, die am meisten Spaß machen, wenn dann immer noch so eine kleine Dreingabe dabei ist. Der Lütte ist immer eine coole irgendwie, der sieht immer tausendmal geiler aus. Ich weiß nicht, also, naja. Olaf halt. Gut, kommen wir zum nächsten. Unmasked. Natürlich, keine Welle ohne irgendwas Unmasked. Diesmal ist es der Flash in der Unmasked-Version. Kann man machen. Fans der Serie werden sich den sicherlich holen wollen, wenn sie den jetzt auch ohne Maske haben wollen. Flash-Fans wahrscheinlich sowieso. Ich finde das Unmasked-Theme immer sehr abgenudelt. Das ist irgendwie so, ja, langweilig. Sorry. Ja, jetzt haben wir schon den Captain America unmasked und diverse Reaction-Figuren unmasked und was weiß ich nicht, was. Mit den Pops waren wir jetzt schon durch. Hey, kein Little Gruesome und keine weiteren Inside-Out-Pops. Ich gehe davon aus, die kommen noch. 4 fehlt ja noch und Disgust. Die anderen haben ja schon ihren Exclusive gekriegt. Also ich gehe davon aus, in den nächsten Wellen, die jetzt noch kommen, sind glaube ich aber nur noch 2 oder 3. 2, glaube ich. Müsste eigentlich alles kommen jetzt an Inside-Out-Pops noch. Wäre komisch, wenn sie die weglassen. Also irgendwie fände ich das schon seltsam. Wir kommen zu den Hikaris. Da gibt es auch 2 neue und es gibt, hey, ich habe sie, glaube ich, in einem der letzten Videos, kann auch sein, dass es ein Unboxing war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war die Popshow. Da habe ich eine ganze Reihe an Groots gezeigt und es kommt wieder ein Groot. Ihr seht ihn schon, der ist schon seit einer Weile hier im Bild eingeblendet. Das ist jetzt der Frosted Groot. Ich weiß nicht, warum man einen Frosted Groot braucht. Ist einfach nur anders lackiert, das ganze Ding. Hikari-Fans wird es sicherlich freuen. Für mich ist das wieder mal albern. Ich finde, diese Repaints sind meistens jetzt nicht besonders. Und Groot gibt es nur wirklich mehr als genug. Was soll das? Warum muss man einen Wald bauen? Echt? Es gibt so viele schöne andere Figuren und ihr macht noch einen Groot. Kommen wir zum Vader. Das ist nämlich die nächste Figur. Hey, ging relativ fix mit dem Erzählen. Darth Vader in einem matten Schwarz. Der heißt auch irgendwie so, ne? Mattes Schwarz, Vader. Und der sieht auch ganz schick aus. Hikari-Fans werden ihn lieben. Vader kennt jeder. Ich brauche jetzt nicht erzählen, wer Darth Vader ist, oder? Jetzt muss ich hier die Machttricks anwenden. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Sollte da jetzt irgendjemand gerade Probleme im Hals gekriegt haben, es tut mir leid. Entschuldigung. Aber wir sind noch nicht durch. Einen muss ich euch noch erzählen. Und zwar haben wir natürlich noch einen Dorps. Und natürlich ist es wieder ein Batman. Denn es gibt auch, genau wie bei den Groots, noch nicht genug Batman-Varianten. Batman geht immer. Allein bei den Pops gibt es da, glaube ich... Ich sehe hier schon aus wie Superman, gerade wieder mit meiner Tolle. Obwohl eigentlich eher der letzte Bart Paul. Ich schweife schon wieder ab. Batman. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Thrillkiller Batman. Ja, gibt sicherlich einige Leute, die kennen das Comic dazu. Ich habe das irgendwo, liegt irgendwo rum. In irgendeinem Karton. Im Schlafzimmer. Tief unten. 7 Minuten. Wir sehen uns gleich. Welle 9. Welle 9. Ja, fangen wir direkt an mit Welle 9. Wieder mal eine Welle, die sehr durchwachsen ist. Und zwar haben wir Unmasked Arrow. Noch ein Unmasked. Diesmal dann halt aber zumindest mit der Kapuze. Aber eben Unmasked. Ohne die Maske. Ich glaube, das sind jetzt 3 oder 4 verschiedene Variationen. Einmal gibt es einen Diggle mit Arrow-Kostüm, dann Arrow mit Kapuze unmasked, Arrow mit Kapuze masked und dann nochmal den ganzen unmasked ohne Kapuze als Oliver Queen. Und da gibt es dann wohl auch irgendeinen Battle-Damaged Oliver Queen. Also, weiß nicht, ob das Not tut. Egal, es ist auf jeden Fall ein neues Exclusive. Arrow unmasked. Wer es braucht,
Ich brauch's nicht. So, wir kommen weiter zu Baymax. Auch ein furchtbar inspiriertes, ganz, ganz wichtiges, tolles Exclusive. Sorry, wenn ich hier gerade ein bisschen negativ rüberkomme, aber ich sehe das einfach so. Die haben sich da nicht wirklich viel Mühe gegeben. Guckt euch das an, das ist ein ganz stinknormaler Baymax, der da so ein paar Smileys vorne drauf abgebildet hat. Na, im Prinzip sein Gesundheitsmonitor. Langweilig. Komm, ich erkläre euch mal, wie man einen guten Baymax macht. Ja? Man baut den Baymax und macht überall diese Sachen, die so aussehen wie die Thruster von dem Iron Man Mark 42. Ne? Und das soll dann Luft darstellen, die seinem Körper entweicht. Überall macht man Tesastreifen hin und gibt ihm eine Tesarolle in die Hand. Schon hat man einen coolen Baymax. Nicht so schwer. Ne? Nicht so schwer. Gut. Den Baymax gibt's. Wieder eine günstige Variante. Gut, ich brauche ihn nicht. Habe ich wieder Glück gehabt. Spare ich Geld. Und wir kommen zum nächsten. Rapunzel. Auch als Exclusive. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist Pascal, so wie es aussieht. Und zwar ist Pascal jetzt nicht grün, sondern rot. Das ist völlig okay, das kann man machen. Ob man das dann braucht, Disney-Fans vielleicht, ich wiederum nicht. Die Welle hat mich nicht umgehauen, bis zu diesem Punkt. Denn jetzt kommt der, von dem ich neulich schon mal geredet habe, in einem Unboxing-Video, das hoffentlich vor diesem hier gepostet wird, muss ich mal gucken. Ich bin da so ein bisschen am Vorproduzieren und komme dann mit den Reihenfolgen nicht so ganz klar mehr. Vielleicht wird es auch erst danach gepostet. Kann sein, dass das hier vorher kommt. Wäre blöd, oder? Ja, egal. Man kann es nicht ändern. Gone Betty. Ja. Yo, Black Betty. Nein, die natürlich nicht. Betty. Und zwar den Vampir-Minion. Total geiles Teil. Muss sein. Das ist wieder ein Must-Have für mich, glaube ich. Der gefällt mir zumindest richtig gut. Ja. Gone Betty. Was haben wir noch? Wir haben noch zwei weitere. Beides Dorps. Da wäre einmal der X-Force Deadpool. Ja. Okay. X-Force Deadpool. Ja. Deadpool-Fans wird es begeistern. Ich kann mit den Dorps nichts anfangen. Die sind zwar niedlich, aber nichts für mich. Außerdem finde ich die Packung nämlich nicht geil. Ich weiß nicht warum. Die sehen nicht so cool aus. Und zu guter Letzt gibt es noch einen weiteren Groot, weil man ja auch nicht genug Groots hat bisher. Ich glaube, ich habe es inzwischen schon zigmal erwähnt. Man muss noch mehr Groots haben. Man muss auch noch mehr Groots haben. Ich habe mein Haar heute nicht in den Griff. Mehr Gart benutzen. Oder drei Wettertaft, obwohl es hier nicht so stürmisch ist. Es gibt noch einen Groot. Ja, gut. Was ist jetzt das Besondere an dem? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich vermute mal die Tatsache, dass er Mossy Groot ist oder so. Irgendwie. Jo. Hatten wir das nicht sogar schon? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mit den Groots, da wird es echt langsam too much. Fällt mir nichts mehr zu ein. Gut, wir haben die Wellen 7 bis 9 abgefrühstückt. Ja, das haben wir getan. Das Video ist sehr lang geworden dadurch. Tut mir leid. Uns erwartet noch eine letzte Welle, die ich jetzt hier nicht mehr unterbringen werde. Die kommt dann im kommenden Popshow-Video. Mal gucken, wie ich das mache. Das wird dann ein relativ kurzes, wo ich dann wirklich nur eben die 5-6 Exclusives raushau. Wir hoffen ja immer noch, dass gute kommen. Mich wundert, dass mir fehlt immer noch die Disgust und Fear, die von Inside Out, die eigentlich noch kommen müssten. Regenerating Doctor Who fehlt noch, der angeblich kommen sollte. Und ansonsten wüsste ich nicht, dass wir mit Little Gruesomes durch sind, glaube ich auch ehrlich gesagt noch nicht. Okay. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bei der nächsten Popshow oder beim nächsten Unboxing oder bei irgendwas ganz anderem. Mal gucken, ob ich euch mit irgendwas überraschen kann. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Vergesst mir nicht die Funko-Sammelkiste. Da müsst ihr auch mal reinschauen. Ja. Geile Facebook-Gruppe. Da geht alles. Funko ist da ganz groß. Und da kriegt ihr auch die News mit als erstes.
Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.